Worin besteht deine Sicherheit? Viele Menschen zurzeit bangen. Sie haben keine Sicherheit. Sie haben kein richtiges Fundament, auf dem sie stehen können. Und sie merken, dass alles irgendwie Sand unter ihren Füßen ist. Deshalb kombiniere ich das Ganze und sage, worin besteht deine Sicherheit? Komma, wo Menschen des Gottes sind, ist der Segen. So ist das. Diese Tage fand ich beim Umräumen ein Blatt, und zwar mit der Überschrift, der Schlüssel zu wirtschaftlicher Sicherheit. Eine Frau bietet eine Lösung an, wie man absolut sicher durchs Leben gehen kann. Ihr Lösungsansatz ist beeindruckend. Und bei ihrer Beerdigung wurde der Trauergemeinde mitgeteilt, dass diese Dame 4 Ehemänner gehabt hat. Sie hatte offensichtlich alle 4 geplant. Sie hatte nichts dem Zufall überlassen. Zuerst heiratete sie einen Millionär. Danach heiratete sie einen Filmproduzenten aus Hollywood. Ihr dritter Mann war Verkäufer von Lebensversicherungen. Und der letzte Mann, den sie heiratete, war Inhaber eines Beerdigungsinstituts. Der Plan ging auf. Einer fürs Geld, einer für die Show, einer für die Sicherheit und einer to go. Zum Abtreten. Nicht jeder kann diesen Plan wirklich umsetzen in seinem Leben. Und ich würde sagen, es gibt bessere Pläne. Wir haben den Text vom Propheten Jesaja gelesen, wo er in die Zukunft blickt. Sieht diese heillose Welt mit so viel Verirrung und Verwirrung. Und dann sieht er, wie eine Zeit kommt, wo Gott seine Regierung einsetzt. Mit Menschen, die beste Führungsqualitäten haben. Und er beschreibt dann die Auswirkungen dieses Handelns und dieses Regierens auf die Menschen, die regiert werden. Und ich finde das fantastisch, welche Bilder der Mann gefunden hat, um das zu beschreiben. Er sagt, solche leitenden Personen, die mit Gott intensiv leben, sind für die Mitmenschen wie ein schützender Raum vor dem Sturm. Und ich kann mir vorstellen, dass er an einen Sandsturm gedacht hat. Ich habe das schon miterlebt. Ein Sandsturm geht durch jede Ritze und wenn er vorüber ist, knirschen die Zähne und die Augen tun weh und beißen und brennen, weil selbst bei geschlossenen Augen dieser feine Sand seinen Weg findet. Diese Menschen sind wie ein schützender Raum im Sturm. Zweitens sagt er, sie sind wie Wasserbäche, die durch trockenes Land fließen. Man muss im Land dieses Mannes gelebt haben, um das zu verstehen. Bei uns kommt Wasser aus dem Hahn oder aus der Flasche. Aber im Nahen Osten gibt es oft Trockenperioden. Und dann verwandelt sich ein blühender Garten in Wüstenland. Auch das habe ich gesehen. Und daher verstehe ich dieses poetische Bild. Drittens sagt er, so ein Mensch, der mit Gott lebt und richtig mit den Mitmenschen umgeht, ist wie ein Schatten eines gigantischen Felsens in einem von Hitze und Durst erschlafften Land. Wer schon einmal in so heißen Ländern unterwegs war, der weiß, welch eine Wohltat es ist, einen Schatten zu finden. Mal innezuhalten, das Taschentuch zu greifen und die Stirn wischen zu können. Und man ist aus der sengenden Glut heraus. Kurz gesagt, in Zeiten der Krise, der Bedrängnis sind solche Menschen eine Wohltat für ihre Umgebung. Sie resignieren nicht, sie ziehen nicht zurück, sie geben nicht auf. Sie gehen voran, sie machen Mut, sie leiten andere Menschen durch ihr Vorbild. Sie wissen, dass ihre Führung und Versorgung letztendlich nicht von der Firma kommt, nicht von ihrem Vorgesetzten, nicht vom Staat, auch nicht von der Wohlfahrt. Solche Menschen, die mit Gott leben, wissen, dass letztendlich Gott selbst ihre Quelle ist, die Quelle ihrer Versorgung. Sie sind offen für sein Wirken und sie erleben oft wahre Wunder. Wenn sich die Lebensumstände um uns hereintrüben, ist es leicht, deprimiert zu sein oder gar sich einzubunkern und eine passive Überlebensmentalität zu entwickeln.
Na, heute schaffe ich es noch. Ich weiß nicht, ob das morgen noch hilft. Ob übermorgen schon alles zu Ende ist. Ob ich noch die nächste Woche schaffe oder den nächsten Monat noch. Diese ängstliche Überlebensmentalität. Es ist leicht, in Zeiten des Gegenwinds unsere Träume, unsere Vision zu verlieren, die Flinte ins Korn zu werfen, den Glauben sogar über Bord zu werfen und sich als Opfer schlechter Zeiten und Umstände zu sehen. Gottes Wort bestärkt solche Opfermentalität nicht. Es lehrt uns, dass wir mehr als Überwinder sein können. In jedem Sendschreiben der Offenbarung werden Überwinder geehrt und Überwinder gekrönt. Wer überwindet, der wird mit mir, spricht Gott, Überwinder. Im Römerbrief Kapitel 8, da schreibt Paulus, kann uns irgendetwas trennen von der Liebe Gottes? Etwa Leid, Angst, Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahren für Leib und Leben oder gar der Tod? Es geht uns wirklich so, wie in der Heiligen Schrift steht, wir gehen von einer Schwierigkeit durch die nächste. Aber mitten in all dem triumphieren wir als Sieger mit Hilfe dessen, der uns so sehr geliebt hat. Ich bin ganz sicher, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, noch irgendwelche gottfeindlichen Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder der Himmel noch die Hölle, nichts in der ganzen Welt kann mich trennen von der Liebe, die Gott zu mir hat. Die Antwort ist auf diese rhetorische Frage natürlich, nein, nichts kann uns trennen. Das ist, was der Apostel ausdrücken will. Er sagt, nichts kann uns trennen von Gott, denn Gott ist kein Schönwettergott. Wenn die Sonne scheint, ist er da, und wenn es regnet und kalt wird, ist er wieder weg. David schreibt im Psalm 23 so realistisch, es gibt die grünen Auen, es gibt die frischen Gewässer. Er erquicket meine Seele, meine Psyche baut er immer wieder auf. Und dann sagt er aber auch ganz klar, es gibt ein Wandern durch das finstere Tal. Es gibt Feinde, die mir entgegenstehen. Und doch endet er den Psalm auf einer ganz positiven Note. Ich will mich nicht fürchten, denn du bist da. Und Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause meines Gottes immer da. Ich weiß, wenn man so etwas verkündet, heute wird man als Spinner, als frommer Spinner abgetan. Aber in meinem ganzen Leben habe ich gesehen, dass diese Worte Wirklichkeit sind, dass sie Wahrheit sind. Ich habe Menschen beobachten können und ich habe gesehen, da wo Menschen wirklich sich in Gott einklinken, da haben sie die Kraft zu überwinden. Das heißt, Schwierigkeiten kommen, auch für sie. Aber sie finden in ihrem Gott die Kraft zu überwinden und das macht stark. So ist es bei Paulus. Paulus spricht nicht von fiktiven Problemen, sondern er spricht von erlebter Not. Er spricht von Ängsten, die ihn anflogen, von Verfolgung, die er litt. Er redet von Hunger, von Kälte und Gefahren im Leben. Er ist nicht abgehoben. Er ist ein Realist. Und doch sagt dieser Mann gleichzeitig, aber wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir tragen einen überwältigenden Sieg davon. Wenn man alles aus eigener Kraft bewerkstelligen kann, es ist einfach zu glauben. Aber Glaube an Gott ist besonders dann überzeugend, wenn es eng wird, wenn die Schwierigkeiten kommen und Gottes Kraft sich manifestieren kann. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig, heißt es in der Bibel. Und ich habe viele Predigten darüber gehört und ich dachte, sie haben das Ganze falsch interpretiert. Wir sollten dieses Wort nicht falsch verstehen oder gar als Entschuldigung für mangelnden Einsatz benutzen. Na, ich bin schwach und Gott liebt die Schwachen und seine Kraft wirkt in den Schwachen. Schwachheit der Bibel ist nicht gleichzusetzen mit Versagen. Ich werde diesen Text jetzt noch einmal lesen, dieselben Worte, so wie ich sie verstehe. Meine Kraft
das heißt Gottes Kraft, ist in den Schwachen mächtig. Wow, das glaube ich. David war schwach, gemessen an seinem mächtigen Gegner Goliath, hat er kaum eine Chance. Aber seine Erfahrung und sein Gottvertrauen ließen ihn dennoch überwinden und siegreich sein. Gottes Kraft manifestierte sich in dieser Extremsituation und das war ein Zeugnis für ganz Israel. Die Faszination des Außergewöhnlichen war sein Trumpf und sein Triumph. Gerade dann, wenn es eng wird, wenn es schwierig wird, wenn Dunkelheit einsetzt, dann leuchtet das Licht besonders hell. So verstehe ich diesen Text. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wie sprudelnde Wasserbäche im Wüstenland sein. Das ist Gottes Berufung für die Gläubigen. Nicht, dass wir mit der Welt jammern, dass wir mit den anderen Menschen, die Gott nicht kennen, stöhnen, sondern wir sollen ihnen ein Zeugnis sein durch das Leben, das wir aus Gottes Kraft führen, dass Gott real ist. Gott, das müssen wir endlich begreifen, ist nicht von innerweltlichen Umständen abhängig. Er zittert nicht auf dem Thron, wenn in dieser Welt einige Dinge schieflaufen. Seine Kraft ist ungebrochen. Er ist unser Versorger. Danke. Jesus wird in Matthäus 6,33 zitiert. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen. Im Englischen heißt, all these things will be added unto you. All diese Dinge, die ihr zum Leben braucht, werden euch gegeben werden. Aber wer glaubt das schon? Glaube zuerst, handle zuerst, trachte zuerst nach Gottes Reich. Und alle die anderen Dinge wird er dir zukommen lassen. Ach, wir reden so viel in Kirchen. Wir reden so viel und glauben so wenig und handeln noch weniger, entsprechend dem Wort Gottes. Wir hören und sehen täglich schlechte Nachrichten, zum Teil sehr schreckliche Nachrichten. For good news are no news. Aber man kann dann leicht eine Überlebensmentalität entwickeln. Nur noch an sich selbst und an sein eigenes kleines Überleben denken und verliert die Perspektive, verliert das große Ganze aus den Augen. Gott will uns aus dieser Situation herausholen. Er will uns aus Passivität befreien. Tatsache ist, es gibt zu allen Zeiten Gewinner und Verlierer, in guten wie in schlechten Tagen. Viele neue Unternehmen werden in wirtschaftlich schwierigen Zeiten gegründet. Kreative Kräfte werden freigesetzt. Neue Möglichkeiten tun sich auf für Menschen, die nicht blockiert sind, sondern die für neue Wege und neue Impulse offen sind. Gott ist immer noch auf dem Thron. Er kümmert sich immer noch um seine Leute. Oh, die Zeit mögen schwierig sein, aber er ist immer noch der, der 5 Brötchen und 2 Fische in seine Hand nimmt und vermehrt und die Menge satt macht. Gott kann uns kreative Gedanken, er kann uns Lösungen zukommen lassen. Er kann unser Einkommen mehren. Er kann unser Einkommen mehren aus Quellen, an die wir gar nicht denken. Mehr noch, Quellen, die wir noch gar nicht kennen. Er ist Gott. Er kann menschliche Herzen bewegen wie Wasserbäche. Er kann entscheidende Kontakte schenken. Er setzt Zeichen. Er setzt Zeichen seiner Gegenwart. Er setzt Zeichen, dass er da ist. Er setzt mir doch unser Mangeldenken durch Möglichkeitsdenken. Gott hat immer noch alles unter Kontrolle. Es gibt ein Morgen, auch für dich. Wo Gott ist, ist Segen. Er hat unbegrenzte Möglichkeiten und er möchte dich
und mich seinen Segen erfahren lassen und uns so freisetzen, dass wir anderen zum Segen werden können. Psalm 91 wurde in dritter Generation unser Familienpsalm. In den bitteren Nöten des Zweiten Weltkriegs wurde dieser Psalm zum himmlischen Geschenk für meine Eltern. Der Psalm wurde zu ihrem Halt und hat sie durch die Kriegszeiten hindurchgetragen. Sie haben diesen Psalm auswendig gelernt. Sie haben diesen Psalm mit uns Kindern oft gebetet. Ich habe die Stimmen noch im Ohr, obwohl meine Eltern schon längst verstorben sind. Und dieser Psalm endet mit einer fantastischen Zusage Gottes. Und ich konnte erleben, wie sich diese Worte im Leben meiner Eltern als lebendig erwiesen haben. Gott selber hat gesagt, er hängt an mir mit ganzer Liebe, darum werde ich ihn bewahren. Weil er mich kennt und ehrt, werde ich ihn in Sicherheit bringen. Wenn er mich ruft, dann antworte ich. Wenn er Not ist, bin ich bei ihm und ich hole ihn heraus und bringe ihn zu Ehren. Ich will ihm ein langes, erfülltes Leben geben und er wird die Hilfe erfahren, auf die er wartet. Wenn wir diesen Psalm auf der Zunge zergehen lassen und auf jedes Wort achten, dann hören wir, Gott will uns segnen. Gott freut sich über Menschen, die zu ihm kommen. Es macht ihm Spaß, seine Leute zu segnen, wie ein guter Vater und eine gute Mutter ihre Kinder gerne erfreuen. So auch der himmlische Vater. Deswegen konnte Jesus nicht beten, du Allmächtiger, du Großer, du Ewiger. Er betete, Abba, mein lieber Vater im Himmel. Er wusste sich geliebt und wir dürfen uns genauso geliebt wissen. Wir sind Gesegnete. Wir sind Gesegnete. Lass dieses Wort in dein Denken kommen und dein Denken erfüllen und lass es deinem Mund sprechen. Ich bin ein Gesegneter. Ich garantiere dir, dein Leben wird sich verändern. Wenn du jeden Tag denkst, ich bin ein Gesegneter Gottes. Du stehst morgens auf und sagst nicht schon wieder ein trüber Tag. Wir kämpfen damit, ich weiß, ich bin auch so einer. Du stehst auf und sagst nicht schon wieder ein neuer Morgen. Sagst du, ein neuer Morgen, ich bin ein Gesegneter. Es verändert deine Stimmung. Du kommst in Schwierigkeiten und du sagst nicht, oh, Schwierigkeiten, sondern du sagst, oh, Schwierigkeiten, ich bin ein Gesegneter. Ich werde meinen Feind fressen wie Brot. Ich bin ein Gesegneter. Du gehst in die Verhandlungen im Bewusstsein, I'm not a loser, ich bin ein Gesegneter. Du denkst so, du sprichst so. Du sagst es deinen eigenen Ohren, ich bin ein Gesegneter Gottes. Es wird dich beeinflussen und dein Leben verändern. Ich glaube an Gott, ich bin ein Gesegneter. Dann lebe so. Es ist eine geistliche Tatsache. Psychologen und Therapeuten kommen jetzt auch dahinter. Sie bestätigen, dass hoffnungsvolle Gedanken Lösungen zulassen. So habe ich das gelesen. Lösungen zulassen. Hoffnungsvolle Gedanken lassen Lösungen zu. Das heißt, wenn du keine hoffnungsvollen Gedanken hast, bist du blockiert für positive, gute Lösungen. Positive, hoffnungsvolle Gedanken helfen uns, unsere Ziele zu erreichen und gleichzeitig heben sie unsere Stimmung. Du bist gesegnet, weil du ein Mensch bist, der mit Gott verbunden ist. Und Gott will dir seine Herrlichkeit, seine Güte, seine Freundlichkeit ganz neu erweisen. Wo Gott ist, ist Segen. Und wenn Gott in deinem Leben ist, ist der Segen gegenwärtig. Uns müssen oft nur die Augen dafür geöffnet werden. Die zwei Jünger gingen nach Emmaus und Jesus ging neben ihnen her.
Und sie erkannten ihn nicht, ihre Augen waren gehalten. Uns müssen die Augen geöffnet werden, unsere Gedanken müssen sich dafür öffnen. Ich bin in dieser Welt nicht ein Zufallsprodukt einer launischen Natur. Ich bin ein Gesegneter Gottes. Gott ist mit mir. Welch eine andere Lebenshaltung. Es erinnert mich an die Schiffsreise des Paulus nach Rom. Die See ist rau. Die Offiziere überlegen, was zu tun ist, ob sie die Reise unterbrechen oder fortsetzen sollen. Paulus überfällt beim Gebet ein ungutes Gefühl und er geht zum Kapitän und rät ihm, auf der Insel Kreta zu überwintern. Er warnt den Schiffseigner vor Gefahr und Verlust. Die Gier nach Geld aber treibt den Unternehmer an, trotz der Gefahren, und er gibt Order, weiter zu fahren. Und als ein leichter Südwind weht, lichtet die Crew die Anker. Nicht lange danach bricht der gefürchtete Nordost los. Ein heftiger Sturmwind. Es tobt ein verheerendes Ungewitter. Die Wellen bäumen sich meterhoch auf. Die Masten ächzen unter dem Druck. Die Ladung geht als erstes über Bord. Und dann werden selbst nautische Geräte über Bord geworfen. In dieser Extremsituation tritt Paulus auf. Und er sagt folgende Worte. Leute, ihr hättet auf mich hören sollen. Ihr hättet überwintern sollen. Hättet ihr das getan, dann wären all diese Ängste und Schwierigkeiten uns erspart geblieben. Paulus hatte mehr zu sagen als hätte. Das war nur seine Introduktion. Der Mann mit seinem heißen Draht nach oben bringt gute Nachricht. Menschen, die mit Gott leben, sind wie Wasserquellen im Wüstenland. Seine Worte bringen Hoffnung für morgen. Und das, weil er weiß, wie man betet. Weil er weiß, wie man das Heilige schätzt. Weil er weiß, wie man mit Gott in Kontakt kommt. Hier ist eine Botschaft an die Schiffsmannschaft. Sie ist nachzulesen in Apostelgeschichte Kapitel 27. Das ganze Kapitel ist nicht nur stürmisch, das ganze Kapitel ist spannend zu lesen und es kann Antworten auf die Fragen unseres Lebens geben. Paulus sagt, ich bitte euch jetzt eindringlich, gebt nicht auf. Das Schiff geht zwar verloren, aber wir werden alle Mann und Maus gerettet werden. In der letzten Nacht stand bei mir der Engel Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene. Er sagte zu mir, hab keine Angst, nicht einer von euch wird umkommen. Das Schiff ist zwar verloren, aber deinetwegen hat Gott alle Leben bewahrt. Habt keine Angst. Ich vertraue Gott, es wird sich alles erfüllen, wie er gesagt hat, wir werden auf einer Insel stranden und überleben. Welch eine Stimme mitten im Sturm. Solche Menschen sind wie Wasserquellen im trockenen Land. Solche Menschen sind wie Schatten eines gigantischen Felsen, der uns Zuflucht und Hilfe gibt. Welch eine Stimme. Ich gehöre Gott. Ich diene Gott. Ich vertraue Gott. Es wird alles so geschehen, wie mein Gott gesagt hat, spricht Paulus. Und die Leute kriegen Mut. Sie fangen an zu essen. Und es geschieht, wie Paulus es von Gott her gehört und weitergegeben hat. In den Stürmen des Lebens ist es ein Segen, solche Menschen um sich zu haben. Menschen, die nicht jammern und stöhnen und klagen, sondern Menschen, die nicht verzagen, sondern etwas wagen und vertrauensvoll vorangehen. Ich wiederhole noch einmal, Jesaja nennt sie Schutzräume im Sturm. Er nennt sie Wasserbäche in trockenem Land.
Er nennt sie gigantische Felsen, die Schatten spenden in der Hitze. Gott ruft uns. Er ruft uns in die Gemeinschaft mit ihm. Er möchte, dass wir solche Erfahrungen machen. Nicht nur die Kirchenbank drücken und warm halten, sondern ihn, den lebendigen Gott, von dem die Bibel berichtet, als real erfahren. Und dann bezeugen können, ich weiß, der Himmel ist nicht leer und Gott ist nur ein Gebet weit entfernt. Amen.